für über 500 Abos. Ja, genau. Ich habe ja gesagt, dass ich einen Free Lightroom bringe. Und zwar, wenn ihr den bekommt, also ihr müsst ihn euch runter, also ihr könnt ihn euch runterladen, ihr müsst es natürlich nicht machen, aber wenn ihr euch ihn runterlädt, ladet, am Laden gemacht sein habt, dann kriegt eine Lib4D-Datei, glaube ich, heißt die. Die müsst ihr euch in euren Preset-Ordner packen. Ich weiß sicher, also ich glaube schon, dass ihr das wisst, wie das geht. Sonst könnt ihr euch da ein Tutorial anschauen. Das ist nicht so schwer. Ja, dann geht ihr in euren Preset-Ordner und dann seht ihr diesen Ordner hier. Free Lightroom by JArts. Und dann klickt ihr da mit Doppelklick drauf und dann klickt ihr mit Doppelklick auf diesen Lightroom. Ja, dann habt ihr den hier drin. Der Grund, warum, also dann öffnet ihr den, da sind zwei Sachen drin. Zum einen der Lightroom hier. Und zum anderen der Preview-Text. Und der Grund, warum der Preview-Text da drin ist, ist, weil dann hier die zwei Materials dabei sind. Das eine ist so ein Chrome-Metal und das andere ist das farbige Material. Ja, ich zeige das einfach mal hier an dem Preview-Text. Und zwar, wenn ihr auf, also ihr könnt es dann hier auch rausholen und dann das hier entfernen, das ist egal. Wenn ihr den dann hier habt, könnt ihr auf den Lightroom klicken und dann gibt es hier diese Lightroom-Options. Und wenn wir das jetzt mal rendern, dann könnt ihr hier die Text-Color bzw. die Farbe von dem Material ändern. Dann nehmen wir mal ein ganz schnickes Blue. So, dann gibt es hier noch den Fabulous Mode. Ja, den empfehle ich hier anzulassen. Zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal mitrendern, sieht das halt so aus. Und das ist halt jetzt nicht so ein direkter Vergleich, aber ich kann auch mal das hier anmachen. So, mit. Und dann ohne. Da ist halt weniger fabulous. Naja, auf jeden Fall ist es mit. Sieht es besser aus. Man kann das jetzt vielleicht nicht so gut sehen, aber sicherlich wird das dann irgendwie auffallen dann ein bisschen. Dann gibt's noch Lightroom Brightness oder Kontrast. Ich weiß nicht genau, wie ich das nennen sollte, weil da wird nicht immer genau alles komplett heller gemacht. Vielleicht hätte ich es auch einfach Gamma nennen können oder so. Egal. Da sieht man den Unterschied am besten auch bei diesem interaktiven Render. Oh, jetzt hier oben ganz schön. Genau, machen wir das mal auf 0. Sehen wir jetzt schon direkt, ist dunkler geworden. Wenn wir das auf 100 machen, ist halt viel mehr Kontrast drin und heller. Dann gibt es noch hier als Option HDRI Turbulenz. Turbulence. Und da verändert sich auch so einiges. Und zwar die Turbulence von dem HDRI Material. Also da könnt ihr euch dann sozusagen eure eigenen Einstellungen erstellen. Das war's eigentlich soweit. Ihr könnt es natürlich dann auch wegmachen. Nochmal danke für über 500 Abos. Das ist wirklich super toll. Und ich glaube sogar, das ist ein Meilenstein in meiner Kanal-Info. Ja, ist es. Oh, shit. Und nochmal danke sehr.